Gut, Aufnahme läuft. Dann ein herzliches Willkommen zu Klickerheber Folge 31. Ja, seltsame Sachen sind geschehen, beziehungsweise werden vielleicht geschehen. Ich habe keine Ahnung bezüglich Klickerheber. Mehrere Sachen. Eine Sache ist, ich habe mir jetzt, ihr werdet es wahrscheinlich schon gemerkt haben oder herauskristallisiert haben, jetzt meinen Upload-Plan festgelegt für Klickerheber. Da es doch extrem viele Folgen geworden sind, mache ich es tatsächlich so. Die ersten Aufnahmen, die ich hochgeladen habe, die ich erstellt habe, habe ich vorige Woche am Montag veröffentlicht. Und seitdem immer die Folgen, die ich pro Tag aufnehme, werde ich auch an jeweils einen Tag hochladen. Und ja, die 6 Folgen am Montag, die habe ich auch wirklich an einem Tag aufgenommen. Noch schlimmer war dann am Dienstag, wie ihr gemerkt habt, da kamen gleich 8 Folgen miteinander an einem Tag online, weil ich auch tatsächlich an dem Tag 8 Folgen aufgenommen habe. Ja, Dinge sind geschehen. Und deswegen mache ich das auch tatsächlich so pro Tag die Folgen hochladen, die ich aufnehme. Also nicht an dem Tag, sondern 3 Wochen später natürlich, klar. Aber immer pro Tag so viele Folgen hochladen, halt immer zusammenhängt, pro Tag quasi. Dafür aber natürlich auch jeden Tag. Ja, vorherige Woche auch am Sonntag. Mal gucken, diese Woche werde ich definitiv auch am Sonntag hochladen. Ansonsten komme ich am Ende irgendwie mit der ungeraden Zahl raus. Und dann werde ich überlegen, ob ich nicht Sonntag tatsächlich mal Pause reinlege. Also es quasi wieder als offizielle Folge, mal montags bis Samstag, 3 Folgen pro Tag. Muss ich gucken, wie gesagt. Ich will mal alles offen halten. Klickerheber ist wirklich als reines Zeitvertreib. Erstens. Zweitens. Es gibt hier jetzt eine saisonale, sagt man das so, Aktion. Heute ist wohl irgendwie Ostern. Ich habe mit Feiertagen absolut keinen Plan. Nee, ist jetzt 12. April. Also heute ist auf jeden Fall kein... Weil heute ist irgendwie eine Sonderaktion, da gibt es andauernd irgendwelche Eier und die Bosse sehen anders aus und alles ist anders und überhaupt ist alles anders. Naja, also vieles nicht, aber wie gesagt, ab und zu kommen so eine grüne Glummel als Endbosse oder sehr häufig sogar. Und die Klickdinger, die man klicken kann, die sehen auch anders aus. Das Witzige ist, und da muss ich jetzt mal gucken, ich meine, vielleicht kriegen wir jetzt noch so einen Boss, ich gucke mal ganz kurz. Wir sind mir gerade ein bisschen zu langsam. Du kommst bitte weg. Dankeschön. Ah ne, noch ein 25 Level schaffe ich nicht. Schade eigentlich. Diese Klicker. Habe ich noch mein Autoklick aktiv? Ja, habe ich. Sehr schön. So. Jetzt ist die Sache mit aufs Ei warten, ne? Okay, jetzt haben wir hier einen normalen Boss. Warte mal kurz, kann man den vielleicht früher sehen? Ne, ist auch normal. Da, der Boss. Der ist irgendwie neu, Bunny Blob. Und so eine Eierschale auf dem Kopf. Frag mich bitte nicht, ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, eigentlich ist es heute, ich weiß, ist heute kein Ostern. Haben wir kurz geguckt, am 12. April ist eigentlich Ostern. Wie gesagt, Feiertagen, da schlag mich nicht. Ich habe Feiertage und so. Ich weiß, wann ich Geburtstag habe und wann 2 weitere aus meiner Familie Geburtstag haben. Und ich weiß, wann Weihnachten und wann Neujahr ist. Genau. Alles andere ist mir egal. Ja, von daher. Mögen wir mir da verzeihen. Ach, komm mal rein, hier. So, den Boss haben wir definitiv nicht. Ich hätte aber gerne so einen Klick...
Klicker, so etwas hat, das man klicken kann. Weil die scheinen nämlich verbuggt zu sein. Gehe ich jetzt einfach mal von aus. Weil ich hatte natürlich auch zwischendurch solche Viecher gehabt. Übrigens, wir stehen fast vor E500. Das heißt, wir können fast auf Tsuchi umsteigen. Ne, diese Ascension jetzt natürlich noch nicht, sieht man ja. Aber nächste Ascension durchaus möglich. Also die wir jetzt anfangen. Übrigens werde ich heute auch nur eine Folge hochladen. Für euch ist es aber egal. Weil die Folge von gestern, die Folge von heute und morgen werde ich dann auch nur eine Folge aufnehmen, auch wenn ich morgen nicht mehr Zeit habe. Werde ich tatsächlich einfach alle, wie gesagt, ich habe jetzt von der vorherigen Woche, da habe ich ja quasi schon vorige Woche am Samstag angefangen. Das heißt, ich hatte quasi 2 Tage Vorlauf. Deswegen habe ich jetzt quasi bis vorgestern war Freitag, habe ich aufgenommen. Die Folge kam für euch jetzt von eurem Punkt aus gesehen gestern am Sonntag, weil ich 2 Tage Rücklauf hatte. So, jetzt habe ich aber 3 Tage nur eine Folge pro Tag. Das heißt, die 3 Folgen kann ich zusammennehmen und damit rutschen die Folgen von Samstag bis Montag alleine auf Montag, sodass ich quasi jetzt in dem Rhythmus bin, die Folgen, die ich am Montag aufnehme, kommen für euch 3 Wochen später auch am Montag. So, und dann immer, wie gesagt, 3 Folgen pro Tag. Genau. Guck, das war so ein Klickding, Alter. Wenn man die braucht, lassen die mich auf sich warten. Kann das denn hier angehen? Gut, wir machen schon mal eine Ascension, einfach weil wir es gerade einfach können. Bam. So, danke schön. Dann geh du da raus. Ui, wir haben 6E22, also mehr als 1E3, also mehr als das 1000-fache von davor. Nicht geil, aber zumindest nicht schlecht. Ne, geil wäre 10.000-fach, aber ich glaube mal gesagt, das kriegen wir nicht mehr hin. Da die Zeiten sind abgefahren. Aber ne, wir haben sind immerhin mehr als mehr als das 1000-fache. Siehst du, da kam jetzt gerade auch schon wieder dieser Bunny-Boss da. Immer so zwischendurch sieht man die so aufblitzen. Da kommt immer dieser Bunny-Boss. Okay, wir sind halt einfach viel zu stark, dass man die Fische überhaupt sieht. Ist immer nur eine Frame oder so. Keine Ahnung, ob man das im Video überhaupt sieht. Da ich ja nur mit 24 Bildern pro Sekunde aufnehme. Blu-ray-Standard. Ja. So, was ist jetzt hier? Genau. Alter, wenn hier so durchradelt, dann leckt das ganze Game. Das ist ja abartig. Boah, Alter. Gut, gucken wir jetzt mal, was hier abgeht. Ach ja, wir hatten ja Merchandise, wollte ich gerade sagen. Hier Söldner. Alles scheiße, nehme ich mal dich. Alles scheiße, dann nehme ich mal. Ach komm, hier. Oh, it's getting worse. 3 Reliquien, mal gucken. Ah, nehme ich mal ein paar gute Sachen. Ich nehme mal die hier. Ja. Och Leute, ernsthaft jetzt? Ach komm. Ach komm, besser. Weil der hat Level 3, ne? Wenn der hier unten krepiert, okay, der war auch Level 3. Hä, haben wir so viele Dreier? Ah ne, der ist Level 1 und der ist auch Level. Okay, wow, wir haben 3 Dreier. Witzig. Ah ja, gut. Heißt also, wenn der bei der Tagesmission krepiert, und wie gesagt, ab 24 Stunden ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie sterben, relativ hoch. Wäre zwar schon fast schade drum, weil wie gesagt, er ist auch Level 3. Ha. Und der ist schon wesentlich weiter. Der ist schon auf 77% zu Level 4 und er gerade mal 33% zu Level 4. Das heißt, er ist quasi sogar unser Bester. Das ist jetzt nicht so schön. Was soll's. Genau. Wir machen jetzt erstmal das hier. Und zwar leveln wir Atten hoch. 2E21. Das können wir. Ist genauso wie bei ihm auch 2E21. Ja, komm, machen wir. Okay, die anderen lassen wir tatsächlich einfach mal auf 60, beziehungsweise ziehen sie auf 60. Beziehungsweise werden die alle anderen auf 55, ne? Wisst ihr was? Dann machen wir einfach auf 65. Bam. Hä? Okay, so viel haben wir gar nicht mehr. Das war nicht bereit.
Das waren bereits alle. Der kann noch auf 65. Bumm. Ah, und mehr haben wir gar nicht mehr. Gut, dann machen wir bei denen hier tatsächlich nochmal 5 dazu. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So. Jetzt haben wir die wichtigen auf Level 70 und die unwichtigen auf 65. Das ist in Ordnung. Und jetzt kommen die ganzen preiswerteren Viecher. So. Genau. Und da müssen wir jetzt gucken. 4E18. Bis wohin kriegen wir den? Okay, bis 5E10 auf jeden Fall. Alles andere wird echt teuer. Wir ziehen also erstmal alle auf 5E10. 5E10, 5E10, 5E5, 5E10, 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 5E10,
Scheiße, Alter, ey. Jetzt kommt so viel natürlich nicht, ne? Okay. Schluss aus, Pasta. Ich erkläre es trotzdem. Auch wenn es jetzt keins kommt, vielleicht kommt da noch eins. Da habe ich zumindest schon mal erklärt. Also diese kleinen Klicker, diese kleinen orangen Fische, die da immer so kommen, ne? Da kann man ja raufklicken und dann kriegt man Gold und mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auch Rubine. Und jetzt kommt das Wichtige, danach verschwinden sie normalerweise. Ja. Yeah. Jetzt kriegt man aber keine Fische, sondern man kriegt so eine komischen Ostereier mit so einem komischen Siegel drauf. Also, ne, auch so ein geskinntes Ei quasi. Wie gesagt, es liegt jetzt wahrscheinlich an irgendeiner Aktion. Das Problem ist nur, wenn man darauf klickt, man kriegt sein Gold. Man kriegt auch mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit seine Rubine, also seinen Rubin, beziehungsweise ab und zu kriegt man auch zwei. Und das war's. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt, sie verschwinden danach nicht. Man kann also nochmal raufklicken. Und dann kriegt man wieder Gold. Und wieder mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit Rubine. Und sie verschwinden aber nicht. Außer man klickt nochmal rauf. Da kriegt man wieder was. Aber auch da verschwinden sie nicht. Und so weiter und so fort. Ich habe das zwischen den Folgen, also jetzt vor dieser Aufnahme, wie gesagt, da habe ich ja, ne, ist ja gerade hier die Ascension gerade, die wir gerade beendet haben. Da hatte ich das mal mit einem Autoklicker probiert. Maus drauf, Autoklicker aktivieren und habe da 20.000 Klicks auf das Ding geklickt. Ja, ist einfach da geblieben. Der hat mir zwar keine Rubine gegeben, weil er irgendwann gecapped hat, weil, ne, pro Ascension 25 Rubine. Das Limit gibt's auch hier, aber das würde bedeuten, dass wenn wirklich dieser Bug existiert, also das auch jetzt so nach der Ascension immer noch so vorhanden ist, dann könnte man quasi, sobald so ein Ding einmal kommt, so oft draufklicken auf das Ding, bis man 25 Rubine hat und dann direkt ascenden. Dann immer so oft draufklicken, bis man 25 Rubine hat, ascenden. Und so weiter und so fort. Das heißt, ich würde dann jetzt zigtausend ultra kurze Ascensions machen und dabei dann massig Rubine farmen. Das wäre zwar natürlich Bug-Using, aber noch hat mir keiner gesagt, dass es wirklich ein Bug ist. Kann ja sein, dass es so gewollt ist. ja. Witzig. Total witzig. Vor allem witzig, dass jetzt keiner kommt. Ich glaube, der traut sich gar nicht mehr hier. That's Bullshit. Warum kommt keiner? Mann! Willst du nur den Blick behalten? Nicht, dass irgendwo einer versteckt. Die können teilweise auch sehr klein sein. Die Größe und die Position ist ja random. Naja, nicht ganz random. Die haben bestimmte Spawn-Spots. Denke ich mal. Oder die Positionierung ist wirklich random. Das kann natürlich sein. Weiß man nicht. Da kommt mal einer. Hallo. 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 Hallo, 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 hallo. Ey, wie sich diese Frames hier teilweise nur darunter unterscheidet haben, gerade wo die Scheine platziert waren. So richtig Mühe gegeben, einfach immer die Fläche kopiert und immer nur die Steine ein bisschen anders platziert. Das ist voll. Also, da merkt man, wie viel Liebe und Hingabe. Hier auch schon wieder, ne? Es ist teilweise nur da, wo sich die dekorativen Elemente verbergen. Wurde ein bisschen geändert, ansonsten einfach die gleichen Dinger. Ja. Sehr kreativ auf jeden Fall. Sehr viel Mühe gegeben. Ja, gut. Ich meine, ist ja in dem Sinne nichts Verbotenes dabei. Ist bei weitem nicht das einzige Spiel, was sowas benutzt. Die Wiederverwendung von bereits gezeichneten Elementen. Von daher.
Lassen wir es einfach mal so im Raum stehen. Sag mal, wenn jetzt hier nicht gleich ein Clickable kommt, ne, dann raste ich hier aber aus. Was ist denn hier los? Sag mal, ich kann jetzt nicht die ganze Zeit damit verschwenden, hier auf so ein Ding zu warten. Ich hätte mal den Browser vielleicht schon vor der Aufnahme starten sollen und mal warten sollen, bis ein Clickable kommt und erst dann die Aufnahme starten. Wäre vielleicht günstig gewesen. Mal gucken, meine Stats. Sieht man hier eigentlich die aktuelle Zeit, seit wann die aktuelle Ascension läuft? Ja, ne? Doch hier, 14 Minuten. Wir warten schon eine Viertelstunde auf so ein Ding. Das kann doch nicht wahr sein. Okay, gut ist. Wie diese typischen Idle-Animationen in irgendwelchen Billigspielen, wo wenn man so einen Charakter hat und eine Weile irgendwo rumsteht, der automatisch so eine, ja, Langeweile-Animation eingeblendet, ausgeführt wäre. Zuerst gesehen hatte ich ja damals sowas bei GTA San Andreas. Das war das erste Spiel, was ich gespielt hatte, die extrem, wo diese Animation halt extrem war, wo man das, ja. Wenn man da rumgelaufen ist und er stehen geblieben ist, hat er eine Weile gestanden und dann noch so ein paar Sekunden hat er aber irgendwie angefangen so rumzuwanken, seine Füße zu vertreten und irgendwelche Sachen zu machen. Ja. So langsam könnte man so ein Ding, aber komm hier, hallo? Oh, ich hasse warten, hey. Boy. Tja, das Traurige ist, ich habe auch schon geguckt, gestern im Internet, was für eine Aktion sein könnte. Ja, gestern, ich habe gestern sehr lange gemacht und zwar bis halb zwei, also bis halb 2 Uhr morgens. Und damit war quasi gestern Abend schon heute Morgen. Und deswegen lief quasi gestern Abend die anderthalb Stunden, bevor ich ins Bett gegangen bin, schon die Aktion. Und deswegen habe ich das da schon gesehen gehabt. Und da hatte ich dann auch gleich geguckt, was es für eine Aktion sein könnte. Aber leider, dadurch, dass mein Clicker Hero nicht mehr aktiv entwickelt wird, gibt es dazu auch keine Informationen. Auf jeden Fall soll diese Aktion, die jetzt wohl gerade ist, eigentlich schon von 2018 sein. Das heißt, die Version scheint wohl tatsächlich, ich weiß gar nicht, kann man gucken, von wann die ist. Patch Note. Ja, vom November 2017 und die Aktion scheint wohl für den 22. März 2018 geplant gewesen zu sein. Nur dadurch, dass es halt seitdem keine aktive Entwicklung mehr gab. Wie gesagt, die haben irgendwann noch Version 1.11 rausgebracht. Aber das war's dann halt. Aber weil halt da schon abzusehen war, okay, bei Clicker Heroes tut sich nicht mehr allzu viel. Deswegen gibt es zu dieser Aktion halt keinerlei Informationen. Es gibt zwar auf Reddit und im Clicker Hero Forum, Wiki, einen Eintrag von Usern, also in den Kommentaren immer, dass wohl manche halt diese Aktion bereits 2018 gefunden haben und sich gefragt haben, was es sein soll. Aber wie gesagt, kein Dev oder so hat darauf geantwortet. Es steht auch, wie gesagt, kein offizieller Eintrag im Wiki, was es ist. Die Einträge im Wiki, die gehen gerade mal bis keine Ahnung wann. Kann man ganz kurz gucken. Wiki, ja klar, mit E.
Wiki Hero Events? Nein. Oh Gott, wie hieß denn der Artikel? Wie hieß das Ding? Holiday? Nein. Hieß doch Holiday Events oder sowas. Clicker Hero Events. Machen wir es mal über Google. Holiday Events, doch. Hä? Hat doch. Wie hat er denn auf Hahn nicht reagiert? Ein Hurensohn. So, genau. Und hier geht's, wie gesagt, mit 14 los. Da gab es die ersten Events. Und dann hört der Eintrag, also die Liste, hört hier dann aber einfach 2016 oder so einfach auf. Ah, ne, okay. Geht sogar noch bis 2017. Und dann endet. Das ist der allerletzte Eintrag. Mehr offizielle Sachen gibt es nicht. Wie gesagt, hier hat noch jemand weiter unten hat dann hingeschrieben. Genau. Es gibt ein neues Event, Ostern 2018, gepostet am 22. März. Ja, und das ist aber alles, was man hierüber erfährt, über dieses Event. Keine offizielle Stellungnahme, kein nichts, kein gar nichts. Ich habe auch direkt nach dem Datum, also 22. März, Clicker Heroes bei Google gegoogelt. Es gibt absolut nirgends von der Seite, die irgendwas darüber aufklärt, welches Event das ist. Wer sagt Ostern? Also heißt das jetzt Eastern, ne? Ist ja einfach nur 1, 2, 3 übersetzt. Achso, seht ihr das jetzt? Weiß ich gerade gar nicht. Doch, genau. Kamera müsste hier sein. Heißt, ihr seht, ist einfach Ostern. Aber wie gesagt, Ostern ist eigentlich im April. Ja. Oder kann das sein, dass es vom Jahr zu Jahr wankt, also anders ist? Ne, da war es am 1. April. 22. März. Gehen wir mal so ein. Ah. Der erste mögliche Termin für Ostersonntag ist der 22. März. Das letzte mögliche Datum 22. Okay, ist also ein Tag, der je nach, ja, nach Jahr ganz schön schwanken kann. Okay. Alter, wie es fürs Osterdatum, alleine fürs Datum, einen ganzen Wiki-Artikel gibt's. Weißt du, normale Menschen würden einfach Artikel machen über Ostern. So ungefähr. So. Und da würden die hier, bei dem Artikel, dann vielleicht sowas wie hier, ne? So einen ganz kleinen Absatz, so eine Unterschrift machen, so mit so Datumsbildung. Bla bla bla, kann da und dann sein, bla bla bla, wie hier Datum da. Aber nein, Wikipedia hat natürlich gleich einen komplett eigenen Artikel darüber gemacht. Den ganzen Schuss würde ich mir jetzt durchlesen? Würde ich mich verarschen? Ich will nicht mehr leben. Ja, okay, das scheint also doch ein Oster-Special zu sein. Gut, wie gesagt, laut Google war der erste, war es zwar Ostern 2018 am 1. April. Ach so, warte mal ganz kurz. Ah, siehst du, ich bin ja auch dumm. Wenn das ab dem 22. losgeht, habt ihr das richtig gelesen? Ab dem 22. kann es losgehen, oder? Wo war das jetzt? 22. Genau, ist der früheste Ostern und geht bis zum 19. April. Dann kann es natürlich sein, dass dieser Event jetzt gar nicht an einem Tag ist, sondern tatsächlich über den gesamten Zeitraum geht. Das wäre natürlich eine Möglichkeit. Ja, es ist da! Oh mein Gott, es ist da! Jetzt guckt mal! Oh mein Gott, ich bin so aufgeregt. Oh, es ist da! Wir klicken rauf. Bam, yay. Aber es geht nicht weg. Es bleibt einfach da. Zwei Rubine. Wieder zwei Rubine bekommen. Wieder zwei Rubine. Lalalala. Ich kann klicken, wie ich möchte. Und es bleibt einfach da. Es verschwindet nicht. Mal gucken, wie oft so. Jetzt, ab jetzt sind keine Rubine mehr, weil ich gerade 25 Rubine bekommen habe. Dadadam.
Das ist so ultra böse. Und es bleibt einfach da. Es bleibt einfach da. Okay. Jetzt mache ich mal kurz eine Ascension. Es bleibt doch über die Ascension da. Es bleibt über die fucking Ascension da. Willst du mich rollen? Vor allem das Problem ist, wir sind halt so OP, wir können quasi nach einer Ascension direkt nochmal Ascension. Ascension, klar. Weil wir können hier 200 Level kaufen. Okay, nicht ganz. Okay, aber 150 geht. Das heißt, ich kann jetzt hier nochmal kaufen. So, ab jetzt gibt es keine Rubine mehr. Ist mir egal. Ich ascende einfach nochmal. Bam. Okay, jetzt ist der Idle-Bonus raus. Heißt also, ich muss immer warten, bis der Idle-Bonus wieder einsetzt. Interessant, gut. Aber ist ja kein Problem. Währenddessen kann ich hier schon mal klicken. Ist doch bescheuert ist das. So, wieder keine Rubine. Das heißt, sobald jetzt der Idle-Bonus wieder eingesetzt hat. Achso, nee, brauche ich gar nicht warten. Bam. Okay, wir schaffen es jetzt ohne Idle-Bonus mittlerweile Armenhop auf Level 150. Wieder ascenden. Digga, das ist doch nicht mehr normal. Wollt ihr mich verarschen? Ich meine, guckt euch das mal an. Das ist so dumm, Alter. Das ist so scheiße, ey. Stell dich mal vor, es geht jetzt wirklich bis zum 19. April so. Nee, das geht gar nicht, das geht gar nicht, das kann man nicht. Vor allem, wir kriegen ja auch Gold dafür, ne? Wir kriegen ja auch die ganze Zeit, ne, Gold. Das heißt, wir brauchen gar keine Monster mehr killen, wir kriegen einfach Gold. Es ist so dumm, das ist so unendlich dumm. Ich kann mir Armen noch kaufen. So. Bumm, die kürzesten Ascension der Welt. Alter, ey, oh nein. Macht irgendwie Spaß, also... Ich habe noch nie so gerne meine Maus benutzt. Ach, langweilig. Dass es niemandem aufgefallen ist. Gut, okay. Wie gesagt, die Frage ist, die haben es ja wahrscheinlich bei der Version 1.11 rausgenommen. Wieder dieses Dingsabums da. Wäre die Frage gewesen, wenn sie es angenommen hätten, es nicht rausgenommen. Ob sie es dann zumindest gefixt hätten. Aber dass sie da nicht direkt einen Patch nachgeliefert haben. Ich meine, testet man sowas nicht? Oder vor allem die Frage ist ja, woran liegt das? Weil ich ging halt davon aus, ne? Es gibt eine Standardfunktion, die hier Sachen anzeigt. Und dann kann man dieser Funktion übergeben, okay, welches Bild soll angezeigt werden und das war's. Aber dieser Bug kommt jetzt nur bei dieser Osterfunktion. Das heißt, wir müssen tatsächlich für das Osterei jetzt eine komplett eigene Funktion geschrieben haben, die dann fehlerhaft ist. Also wie viele Rubine haben wir jetzt eigentlich mittlerweile? Jo, Hashtag läuft. Das ist so dumm. Okay. Ich würde mal sagen, ich beende die Aufnahme damit und bei der nächsten Aufnahme haben wir sehr viele Rubine. Wozu habe ich eigentlich am Anfang die 1300 Rubine gekauft? Kann mir das mal jemand sagen? Offen gestanden, ich weiß es auch nicht. Na gut, in dem Sinne, schau mit V. Das wird ein schöner Mann. Vor allem, wenn es wirklich bis zum 19. April geht.